Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Dass ich das dann nicht übertreibe. So, ihr seid auch noch dran. Komischerweise, dass wirklich unser Charakter wirklich nur die Augen zu sehen sind und die Wachleute so an sich noch komplett zu sehen sind. Das ergibt auch nicht viel Sinn. In der Dunkelheit. Muss ich auch mal zugeben. So, okay. Und einfach weiter. Oh, scheiße. Okay, das war knapp. Scheiße. Da brauche ich auf jeden Fall mehr Anlauf. Das wäre jetzt echt schön gewesen, wenn das auch noch irgendwie geklappt hätte. So. Das war auf jeden Fall Kronleuchter Nummer 1. Jetzt kommen die nächsten Wachleute. Okay, ich warte erstmal auf Licht, weil ich habe immer so viel Angst, wenn mir die Stage dunkel gemacht wird. So, soweit. Okay. Ich hätte doch auf dich draufspringen sollen. Ich wollte es halt auf dieser Maßnahme nochmal versuchen, weil das habe ich ja schon einmal geschafft. Ah, naja. Also gut. Ich werde für dieses Level wahrscheinlich nur eine halbe Ewigkeit brauchen, bis ich es durch habe. So, Kronleuchter weg. Polizisten oder Wachleute, ja gesagt, weg. Montana Max hat ja keine Polizisten. Er ist einfach nur ein stinkreicher Junge, der gerne mal Tiere ärgert, könnte man sagen. Okay. Furboy, wir machen das gemeinsam. Okay, so. Und durch geht's. Hui! Und noch einmal, und jetzt. Okay, das war zu früh. Da hatte ich wirklich zu eilig jetzt gehabt. Meine Idee umzusetzen war wirklich nicht geglückt. So, danke fürs Licht. So, komm runter. So, und durch hier. Also gut. Also gut, wollen wir das Ganze nochmal versuchen? Jetzt aber. Okay, auf den richtigen Moment warten und jetzt plätten. Oh Scheiße, ich bin hier weg. Okay, und runter. So, gut, wir haben es hingekriegt, Leute. Endlich mal die nächste Tür zu öffnen. So, okay, jetzt kommt dieses Fahrstuhlabschnittchen. Das ist wenigstens etwas, wo ich mich noch dran erinnern kann. Ach du Scheiße. Das wird ein Heidenspaß in diesem Level. Aber das packen wir auch, Leute. Wir brauchen hier wirklich nur mehr als Geduld. Ich bräuchte mal Herzen. Aber die gibt's hier nicht. Also jetzt, wo wir hier in diesem letzten Level sind, könnte man Herzen und Maske brauchen. Aber nein, die gibt's ja nur in den Anfangslevels. Jetzt sind sie absolut nicht mehr spendabel damit. Jetzt muss ich zusehen, wie ich hier um mein Überleben kämpfe. Ich krieg diesen Fahrstuhlabschnitt da noch nie hin. So schnell wie dieser Fahrstuhl da hochgeht und so viele Geldsäcke wieder durchkommen. So, und durch hier. So, weiter. Und ab geht's. Gut, das haben wir. Oh, ich habe vor diesem Abschnitt hier jetzt richtig Angst. Oder kann ich hier vielleicht austricksen? Nein, das klappt nicht. Das ist richtig fies. Leute, da muss ich jetzt echt zugeben, das wird richtig hart. Wenn wir das hier tatsächlich noch packen sollten, dann ist das echt schon ein Wunder. Auf geht's! Weil mittlerweile habe ich diese Abschnitte ja so langsam wieder drauf. Aber es ist echt lästig. So, ich rutsche jetzt hier einfach durch. Ist mir egal. Scheiß auf diesen Wachmann. Polizisten will ich immer sagen. Die sehen auch irgendwie ein bisschen aus wie Polizisten. Bin auch komisch gekleidet dafür, aber was soll's. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich das hier mache. Ich bin echt gerade am Grübeln. So, ich versuche es einfach mal. Ich riskiere es. So, okay. Scheiße. Da muss man wirklich genau wissen, wie die schießen. Okay, auf ein neues. Ah, der wievielte Versuch ist das jetzt hier schon? Heilige Scheiße. So, nimm dies und das.
Kronleuchter weg mit dir. Meine Güte. Meine Güte. Also es ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven, dieses Level hier. So, sehr schön. Noch einmal durch. Noch einmal durch. Noch einmal durch und abwarten. Und zurück und jetzt aber schaffen wir es. Okay, Leute. Fahrschulabschnitt, ich komme. Aber ich glaube, man kann sich das folgendermaßen einprägen. Ich versuche es mal. Rechts sofort. Links muss ich springen. Okay. Ich war zu hoch gesprungen. Aber es könnte tatsächlich so klappen. Für dieses Level braucht man echt starke Nerven. Ich brauche echt lange für dieses Let's Play. Ich hatte eigentlich gedacht, das kriege ich wesentlich schneller hin. Wenn ich mir überlege, dass ich gleich schon... oder bald schon 1,5 Stunden hier dran sitze. An diesem Spiel. Und da ich gekauft habe, ich würde es so in etwa 1 Stunde durchkriegen. Von wegen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich wollte gerade sagen, mir fehlt das Licht. Nein! Okay. Ich würde jetzt sagen, ich bräuchte eigentlich eine Pause, damit ich kurz verschnaufen kann, aber ich versuche das jetzt noch durchzuziehen. Auf jeden Fall. Das ziehen wir jetzt auf jeden Fall noch durch und das kriegen wir auch noch durch. Egal, wie lange es noch dauern soll. So, Kronleuchter. Wenigstens bin ich noch nie durch diesen Kronleuchter gestorben. Darüber bin ich schon stolz drauf. Weil das wäre schon sehr erbärmlich. Wobei der Kronleuchter wenigstens eines der Punkte ist, an dem man sterben dürfte eigentlich. So fies wie der platziert ist und so vorsichtig wie man da sein muss. So. Okay. Das klappt wirklich mittlerweile auf Anhieb. Ich muss wirklich nur wissen, wie ich das jetzt schaffen soll hier. Okay, das kriegen wir jetzt auch noch hin. 1, 2. Okay, ich muss... ich bin gerade richtig überfragt, Leute. Also, Konami, ihr habt echt nicht gut gemeint im letzten Level. Mit den Leuten, die das Spiel spielen sollten. Ihr habt es da wirklich richtig schwer gemacht. Dass ich mich da aber auch echt nicht mehr dran erinnern kann, hier an dieses letzte Level so jetzt an sich. Was das so heftig war. Ich weiß auf jeden Fall, ich habe lange gebraucht. Das war das Einzige, woran ich mich jetzt noch entsinnern kann, aber... mehr kann ich mir an diesem Spiel echt nicht mehr entsinnen. Muss aber doch echt machbar sein. Okay, man darf die noch nicht mal berühren. Oh je. Ich will wenigstens mal weiterkommen. Aber so wird das absolut nichts. Wenn das so weitergeht. Oh je. Das ist echt schwer. Na gut, auf ein neues. So, Leute. Konzentration. Mit voller Elan schaffen wir das jetzt. Also gut. Ich weiß, meine Nerven liegen zwar wirklich schon am Ende am Boden. Sind wahrscheinlich schon bei null, aber trotzdem packe ich es. Also versuche ich es noch. Ich kann mir das nicht nehmen lassen, dass ich diesen Abschnitt da nicht schaffe. Das kann echt nicht wahr sein. Das will ich absolut nicht wahrhaben. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal. Ich könnte ja, wenn ich das jetzt mit Furboy nicht hinkriege, das Ganze mit Devil, Dizzy Devil machen auf jeden Fall, dann hätte ich ein leichtes Spiel. Weil dann könnte ich da wenigstens mit dem Wirbel mich kürze Zeit unverwundbar machen. Und könnte da einfach durchgehen. Das wäre sogar wirklich angenehmer. So, wir sind schon mal weiter. Oh, Leute. Also. Ich muss schon sagen, ich habe hier echt Probleme. Aber gut, das kennt man ja von Konami, diesen hohen Schwierigkeitsgrad bei diesen Spielen. Die haben ja echt ganze Arbeit geleistet mit dem Schwierigkeitsgrad. Also ist auf jeden Fall kein Spiel für weiche Gemüter.
So, okay, ist tatsächlich so. Wenn sie von links kommen, muss ich tatsächlich springen. Und wenn sie von rechts kommen, dann reicht, wenn ich mich ducke. Und dieser Abschnitt ist auch noch nicht mal recht kurz. Aber es sah auf jeden Fall diesmal etwas besser aus. So, 1, 2, 3, 4. Ich könnte auf jeden Fall Leben gebrauchen hier. Die bringen mir zwar nichts mehr, aber... Könntest du trotzdem gebrauchen. Ach, leck mich. Scheiße. Ich wäre froh, wenn ich wenigstens einmal bis zum Boss kommen würde. Aber ich komme ja noch nicht mal annähernd so weit. Oh, Leute. Oh, ich wollte auch Dizzy nehmen. Egal, ich versuch's noch einmal mit Furboy jetzt. Oder ich bring mich gleich um. Nein, ich will's jetzt auf jeden Fall nochmal packen. Ich meine, im Prinzip ist ja egal, mit wie vielen Leben ich das mache. Checkpoints gibt's hier gar keine. Von daher... So, Kronleuchter, komm! Ja, also. Okay. Sind auf jeden Fall noch einige Abschnitte, die ich wohl schaffen muss, weil so viele Schlüssel, wie ich noch habe, muss ich auf jeden Fall noch irgendwie weiterkommen. Das ist schon der Horror. Aber gut, mittlerweile ergibt es auch Sinn, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, warum Buster der überhaupt die ganzen Level besuchen muss, um überhaupt die Schlüssel zu sammeln. Damit er hier auch weiterkommt. Weil woher weiß er das eigentlich? Ach egal. Auf geht's. Mir wäre hier wirklich ein Herz ab diesem Abschnitt auf jeden Fall sehr lieb. Aber nein. Es muss wirklich qualvoll hier enden. Okay, so. Jetzt kommen wir an diesen Abschnitt. So. Gut. So, jetzt vorsichtig. Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, ich war fast da, ich war fast da. Jetzt nehme ich Dizzy Devil. Wenn ich das mit denen nicht schaffe, dann weiß ich echt nicht mehr weiter, Leute. Also mit Dizzy muss man das auf jeden Fall auch packen können. Ist mir jetzt echt egal, weil... Anders kriege ich gerade echt nicht hin. Die Scheiße ist nur, ich kann... Obwohl, toll. Kann man überhaupt diesen einen Abschnitt mit Dizzy schaffen? Ich bezweifle es fast. Also jetzt diesen hier. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Schaffen wir das mit denen? Weil rennen kann er ja gar nicht. Okay, müssen wir warten. Oh Gott, hier müssen wir also mit ihnen geduldig sein. So, jetzt aber weiter. Ja, immerhin bricht's. Wunder. Scheiße. Dass er jetzt von links aber wieder kommen musste, war unnötig. So. Mein erster Tod durch den Kronleuchter. Ich glaub's nicht. Okay. Das muss ich mir merken. Ah, warum kriege ich das jetzt nicht hin? Ich krieg's gerade absolut nicht hin. Ich weiß nicht wieso. Ich bin entweder zu unfähig oder zu unvorsichtig. Eins von beiden. Wobei die ersten beiden Abschnitte gehen ja eigentlich noch so jetzt von der Schwierigkeit her. Wenn man die sozusagen wieder drauf hat, dann geht's eigentlich. Aber ich tue mich wirklich damit jetzt schwer, irgendwie da diesen... Ja, genau diesen Abschnitt hier jetzt mit Dizzy zu schaffen. So. Okay, wir warten lieber. Und gleich versuche ich das Ganze so zu machen, dass ich dann nochmal warte. Und ich... Ich habe gedrückt! Normalerweise war die Leiste voll. Das hätte eigentlich jetzt klappen müssen. Komm runter. So. Eins, zwei. Rüber, rüber. 1, 2. Ich glaube, für euch wird das momentan hier ein bisschen langweilig, dadurch, dass die nicht allzu viel ändert. Ich ja ständig leide und dieses Level einfach nicht gebacken kriege. Alles nur, weil ich keine Herzen habe.